Ja, passt gut. Bitte, ja. Hast du das Sackerl zu? Er wird gleich aussteigen, glaube ich, nämlich. Der Tiergarten Schönbrunn konnte seit 2010 schon 25 Jungvögel für dieses Projekt bereitstellen. Dieses Jahr waren es 4 Tiere, die bereits Anfang April geschlüpft sind und Ende April dann das Nest verlassen haben. Das heißt, im Alter von etwa 5 Wochen wurden die dann mit Ringen versehen, also wurden beringt, es wurden Federproben genommen, um das Geschlecht der Tiere bestimmen zu können, und die Jungvögel wurden auch abgewogen. Nein. Ja. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Lainzer Tiergarten, also noch auf Stadtgebiet Wiens. Und hier werden in Kürze die Habichtskatze freigelassen. Den Habichtskatz gab es ja auch in dieser Region ursprünglich. Und seit etwa 10 Jahren sind wir nun bemüht, den Habichtskatz wieder anzusiedeln. Seit dem Jahr 2009 werden alljährlich Jungtiere freigelassen. Und wir haben bisher knapp 300 Tiere freigelassen. Im heurigen Jahr wird also das 300. Tier freigelassen werden. Die Tiere werden dann hierher gebracht, auf ihre Freilassung vorbereitet, etwa 3 Wochen lang. Und dann werden sie hier in den Wald entlassen. Das wird in etwa 3 Wochen der Fall sein. Die Tiere bleiben dann vorerst im Umfeld des Freilassungsplatzes, werden hier noch zugefüttert, bis sie im Lauf des Sommers zu ganz selbstständigen, eigenständigen Eulen werden und sich hoffentlich im näheren Umfeld hier ansiedeln werden.